gewissen Männern stehen im Prinzip nur gewisse Frauen zu und gewissen Frauen stehen nur gewisse Männer zu, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wo ist jetzt das Problem? Na, es ist dort, wo Frauen glauben, ihnen stünde bedingungslos die Anziehung eines jeden Mannes zu. Frauen kommen heute derart schnell in Goldgräberstimmung, dass anständige Männer gerne mal per Handstreich ausgetauscht werden. Dass diese Frauen dann von anderen Männern ausgenutzt werden, das ist völlig normal. Und es passiert nur zu oft, dass diese Frauen dann wieder zum Ex zurückgekrochen kommen. Weil sich eine halbwegs gesunde Frau am Ende eben doch Stabilität wünscht und im Gegensatz zu einem gesunden Mann nicht so leicht alleine sein kann. Also nochmal, das geht heute echt super schnell manchmal. Irgendwer muss der Frau nur vorsäuseln, sie habe etwas viel Besseres verdient, um sich dann mit ihr zu amüsieren. Und hier gehen Frauen absolut über Leichen, was den Ex anbelangt. Und dieser muss, wie gesagt, nicht mal was falsch gemacht haben. Nur eben, dass ein Zurückwollen in die alte Beziehung oft vorprogrammiert ist und der Einzige, der verloren hat, hier wieder mal der Mann ist. Und es ist deshalb ein Zeitgeistphänomen, was es früher in der Form nicht gab, weil derartiges Auftreten von Frauen früher eben völlig zu Recht geächtet und diese Frauen beschämt wurden. Heute wird es glorifiziert. Also am besten fahre ich stets, wenn ich mir immer Optionen bei anderen Frauen offen halte und dafür sorge, dass der Frau genau das bewusst ist. Sobald ich nämlich in einer Beziehung nicht ihre allererste Option bin, dann ist die Beziehung für mich quasi schon beendet.